So, jetzt habe ich 50 Minuten Zeit. Ich habe einiges gelöscht und mal gucken, ob es jetzt fließen will. Kam auf jeden Fall der Impuls, noch einmal ein paar Gedanken zum Besten zu geben. Das sind so viele Sachen, dass ich oftmals so viele Fäden und weiß gar nicht, bei welchem Faden ich anfangen soll. Jetzt war es vorhin so gut da und kaum ist die Kamera an, tue ich mir wieder schwer. Ich kann es halt auch nicht rausschneiden. Ich lasse jetzt einfach einmal so original so laufen, wie es jetzt ist und setze mich nicht unter Druck, dass es jetzt sofort was ist. Dann gibt es halt zwischendrin Redepausen, obwohl möchte ich doch dazu sagen, es gibt natürlich auch weiterhin Pflanzenbeschreibungsvideos. Wobei ich meinem Kanal nicht so gedacht habe, also der war nicht so gemeint, dass es ausschließlich darum geht, dass ich Pflanzen beschreibe, sondern im schönsten Fall möchte ich durch die Art, wie ich es rüberbringe, also durch dieses genaue Beobachten und das auf meine ganz eigene Art und Weise, dich damit berühren, dass in dir was anklingt, wenn es nicht schon längst angeklungen ist, um wieder in Berührung bzw. in Anbindung mit der eigenen wahren Natur zu gehen und zu kommen, zu sein. Es geht mir nicht so sehr darum, um die Wirkstoffe und wie die Pflanze heißt oder wie sie aussieht. Also klar, das ist dann der schöne Nebeneffekt, aber das ist dieses Beobachten, dieses Betrachten dieser Ausdrucksform des Lebens und möglichst so, dass es, dass man mit der Aufmerksamkeit nicht so sehr fixiert ist auf diese herkömmlich alltäglichen Muster, die man fährt im Alltag, sondern diese, ja, nee, das ist eigentlich einfach mein, das war mein, mein, nee, ist auch nicht die Absicht, aber das ist das, was mein Beweggrund war, was mich bewegt hat. Weil ich meine, und das beobachte ich auch bei mir, dass durch dieses in die Natur gehen, also mit der Natur sein, mich auch wieder in meine wahre Natur, an meine wahre Natur erinnert. Und deswegen sind es halt eben nicht nur Pflanzenbeschreibungsvideos, sondern es folgt halt ganz automatisch meiner Ansicht nach, dass halt dann einfach auch solche Videos wie dieses hier dann kommen. Weil durch dieses Betrachten, also diese Aufmerksamkeit auf diesen Bereich meiner Wahrnehmung lenken, eben auf die Pflanze genau zu betrachten, nur als Beispiel, oder eben auch das Atmen wahrnehmen. Ja, das sind Dinge, da kann der Verstand nicht so viel damit anfangen. Und das bringt uns wiederum raus aus diesen alltäglichen Identifikationen. Und das kann ich bei mir beobachten, dass dadurch wieder, ja, es kommt was in Bewegung innerlich. Und dadurch beobachte und betrachte ich auch Dinge, und das wahrscheinlich
kannst du das vielleicht sogar bestätigen, die im Außen geschehen, kann man vielleicht dann auch mehr als Beobachter betrachten. Wenn ich jetzt einmal zurückblicke, bevor ich mich so auf den Weg gemacht habe, die Natur zu betrachten, da hinten fallen die Blätter gerade vom Baum. Da rieseln die gerade so runter wie so kleine Goldschmetterlinge. Wie als ob Sterne vom Himmel fallen oder ja, einfach schön. Ja, ich möchte auch noch einmal was zur Identifikation sagen. Identifizieren, wie eben, weil ich das beim letzten Video so angesprochen habe mit dieser Identifikation. Das sind ja, bla, da ist immer dieser Sonnenstrahl, jetzt ist glaube ich besser. Also ich konnte bei mir aufgrund dessen, dass ich meine Aufmerksamkeit manchmal auch in andere Bereiche gelenkt habe und konnte ich bei mir erkennen, dass ich bei verschiedenen Verhaltensmustern, also das war quasi dann die nicht die Folge, weil es glaube ich, es ist einfach deswegen geschehen, wenn man die Aufmerksamkeit eben in Bereiche lenkt, die außerhalb dessen sind, wo wir so festgehalten sind in diesem System, in diesen Fixierungen quasi, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Dann ich habe einfach gemerkt, dass bestimmte, anhand von was erkläre ich denn das, dass man zu bestimmten Situationen, wie auf den Knopf gedrückt, bestimmte Verhaltensmuster aufzeigt, also bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Das kann alles Mögliche sein. Mir fällt jetzt da konkret nichts ein, vielleicht später noch mehr. Und dann durch dieses Erkennen, weil man eben feinsinniger, feinfühliger wahrnimmt, einem das bewusst wird, dass das gewisse Muster sind, die uns eben auch in diesem System halten und einfach fast schon an Glauben an bestimmte Strukturen, weil wir uns damit identifizieren, genau, wir identifizieren uns mit gewissen Strukturen, die eigentlich gar nicht zu uns gehören, also das sind wie so Programme, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und eben, wenn man dann dem Verstand nicht so viel Aufmerksamkeit, also den Gedanken, diesen alltäglichen Denken in Vergangenheit, in Zukunft, nicht so viel Aufmerksamkeit gibt, sondern die Aufmerksamkeit in andere Bereiche hineinfließen lässt, die nicht diesem System oder diesen Strukturen unterworfen sind, sondern etwas ganz Natürliches sind, dann ist es wie so eine Kettenreaktion, habe ich gemerkt, dass man einfach merkt, dass es Muster sind. Und die muss man auch nicht unbedingt, also man erkennt dann das einfach, dass es auch nicht zu einem gehört, sondern dass es einfach ein Muster ist. Und dieses Muster, es kann sein, dass man das danach immer noch fährt, dieses Verhalten, also dass man immer noch bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, aber es ist einem bewusst. Und man muss es dann auch nicht loslassen wollen, sondern diese Erkenntnis bringt es ja mit auf den Weg.
die Erkenntnis bringt es mit auf den Weg. Es ist eher wichtiger, die Dinge dann nicht festhalten zu wollen oder das loshaben zu wollen. Weil dann fixiert man es ja schon wieder auf einer anderen Art und Weise, durch das Loshaben wollen, weghaben wollen. Sondern ich meine, dieses bewusste Beobachten und dadurch die Folgen der Erkenntnis ja, auch mit der Erkenntnis, dass ich das ja nicht machen muss. Also ich muss nicht diese gewissen Verhaltensweisen fahren, weil ich die nicht bin. Ich glaube, na, besser kann ich es jetzt einfach nicht erklären. Vielleicht kommt es später oder in einem anderen Video noch einmal. Wie setze ich mich denn jetzt? Es ist halt da so schön, wo ich gerade sitze. Und da blendet mich die Sonne zwar auch nicht, aber sie muss ja auch euch nicht unbedingt blenden. Und jetzt kann ich diesem Heilungsprozess, also dieses wieder ganz werden oder diese Wertungen, die man, ich glaube, das ist eben diese Unordnung, die wir da so wahrnehmen. Das ist eben durch dieses, wie ich es innen drin bewerte und eben wo ich es hinstelle. Wenn ich jetzt von dem Atmen wahrnehmen erzähle, nee, anders. Also Räuchern wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Bereich, der was in Bewegung bringt, ohne dass ich was in Bewegung bringen will. Es ist eher wie ein Antwort geben. Und bringt uns mit in, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, so sehe ich das allgemein auch mit den Pflanzen und mit der Natur. Die eben unverfälscht in ihrer Urwahrheit sind, im Urwissen, in der Urweisheit und alle Informationen dieser Urweisheit in sich tragen und halt in verschiedenen Formen zum Ausdruck kommen, in Form der Brennnessel anders wie in Form der Eiche. Und so sehe ich das eben auch mit dem Räuchern dieser Pflanzen, dass die in uns in Resonanz schwingen dann. Also diese Bereiche haben wir auch und die können mit diesem Ton, den diese Pflanze hat, dieser Frequenz in uns was anklingen lassen. Ja, das sind auch wieder nur Erklärungsversuche. Aber so in etwa würde ich das beschreiben, wie ich das wahrnehme oder wie sich's mir erschließt. Und das Räuchern ist ja auch eine uralte, also was Uraltes, was, glaub, was uns auch in diese uralten Informationen dass sie die anklingt quasi in, ja, auch in unsere Urweisheit, also dass die in Erinnerung gerufen wird, also was anklingt, was öffnet. Und darum möchte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil ich es auch nur irgendwie ablesen müsste von irgendjemandem und gar nicht weiß, woher er dieses Anführungsstriche Wissen hat, dass diese Pflanze so und so und so wirkt. Das muss ich selbst erfahren. Und vielleicht klingt bei dir was ganz anderes an mit dieser Pflanze als wie bei mir. Und dann sind es auch wieder nur Konzepte, wenn ich erzähle, der Beifuß ist hier und hierfür und Kiefernharz hier und hierfür. Ich bin halt immer eher der, der es ganz einfach hat. Und einfach ist für mich dann, wenn ich einfach, wie ich schon mal gesagt habe, beherzt hingreife. Wenn ich keine Angst habe, was falsch zu machen oder das falsche Kraut zu nehmen, auch wenn ich denke, ich habe vielleicht jetzt keine Intuition dafür, einfach
schon alleine dem Verstand nicht so viel Raum geben, insofern, dass er Angst hat, man nimmt das falsche Kraut. Der Körper weiß es. Und man wird kein falsches Kraut nehmen. Und je öfter ich das mache, also wenn ich jeden Tag oder regelmäßig im Alltag diesen Raum gebe für etwas, was der Verstand nicht greifen kann, ja, habe ich eben die Aufmerksamkeit, wenn ich die Aufmerksamkeit in andere Bereiche fließen lasse, in Bereiche, die eben nicht mit diesen Strukturen, die wir jetzt auf der Welt haben, fixiert sind, ist es für mich wie so ein Dominoeffekt vielleicht. Also ja. Dann fällt mir jetzt noch was anderes ein. Also kann es sein, dass man nicht unbedingt die Zusammenhänge erkennt. Ich gebe es halt jetzt so wieder, wie es gerade in den Sinn kommt, wie es gerade fließen mag. Genau, weil das Räuchern sollte auch nicht sein, um was zu erreichen. So wie alles, also das ist eben das, was ich mit Antwort geben meine, ist, dass ich beobachte, wie sich durch mich hindurch das Leben ausdrückt. Und die Antwort ist, also wenn sich der Arm bewegt, ist das die Antwort darauf, weil ich mich dem hingebe, wie sich es ausdrücken will. Der Verstand hat da durchaus auch seine Berechtigung, aber oftmals ist unser Handeln mehr von irgendwelchen Konzepten und Konditionierungen und Programmierungen gelenkt. Und eben so, solche Werkzeuge wie das Atmen, Beobachten, bei mir ist es auch das Stricken, habe ich ja schon mal gesagt, und zum Beispiel das Räuchern und in vielen anderen Bereichen mittlerweile, Teller waschen, was weiß ich, kann man das genauso, aber je weiter weg ist von den alltäglichen Dingen sind, die man so in einer gewissen Struktur tut, umso mehr kommt man halt einfach wieder in dieses Antwort geben, also in die Verantwortung gehen. Antwort geben auf das Leben. Und das Leben will sich durch uns in einer bestimmten Form ausdrücken. Also durch jeden anders. Und das ist für mich dieses Antwort geben. Und da kann eben das Räuchern auch eine Antwort sein und gleichzeitig in uns was anklingen, also bestimmte Bereiche in uns anklingen lassen. Dann hatte ich jetzt, wenn ich mal mit einer lieben Herzensfreundin auch Kommunikation hatte und ich kann das jetzt nicht wiedergeben, was sie dazu geschrieben hat, aber ich weiß noch, also dass ich jetzt auch seit ein paar Tagen kommt es immer stärker, hatte ich schon mal, dann war es wieder weg. Dieses für oder gegen etwas, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Das ist gut und das ist schlecht. Und dann gucke ich mir wieder die Natur an und ja, also wenn man das jetzt so will, das sind ja auch nur eben irgendwelche Verständniserklärungsversuche, ist jetzt zum Beispiel, wenn man sich den Baum anschaut, ich kann es nicht in jeder Pflanze gleichermaßen erklären, aber nur anhand eines Stängels, eines Stamms, der aufrecht ist und gleichzeitig rund. Verkörpert oder zeigt sich das Männliche und Weibliche als Einheit, als Eins. Also man muss es eigentlich nicht mehr als weiblich und männlich betrachten, weil es dann einfach eins ist.
Und ich meine, dass wir die Dinge, die sind, wenn wir sie an den rechten Platz stellen, also mit gesundem Urteilsvermögen. Und dieses gesunde Urteilsvermögen wird mir immer klarer, je weiter ich weg bin von den Strukturen des Systems, des Alltags. Also diese künstlich geformten Strukturen meine ich jetzt. Ich glaube, dass wir mit dem dagegen etwas sein nicht weit kommen. Und ich hatte in einem anderen Video eben auch gesagt, das mit dem Multitasking, wenn wir das können, wenn wir in dem Bild den Delfin und die Liebenden, die alte und die junge Frau gleichzeitig sehen können oder eben das, was es wirklich ist. Ja, da hat die Barbara im Kommentar geschrieben, das empfindet sie dann als Glückseligkeit. Also, ja, und für mich ist das eben der Zustand des Paradieses. Und ich glaube, wir haben diesen Zustand des Paradieses hier. Unsere Aufgabe ist wirklich nur, die Dinge an ihren rechten Platz zu stellen. Ja, und oftmals ist es wahrscheinlich auch so, dass die Pole, also der, sagen wir halt männlich-weiblich, wobei ich das irgendwie kann ich mit diesen zwei Begriffen in dem Zusammenhang, na egal, auf jeden Fall diese zwei Pole oder diese zwei wirkenden Kräfte, wenn die so stark ausschlagen nach links oder rechts, das hat auch viel mit dem zu tun, wo wir unsere Aufmerksamkeit, in welche Gedanken wir die lenken und wie wir es dann bewerten. Ja, in der Mitte ist der Glückseligkeitszustand in deiner Bewusstseinsmitte, in, wie soll ich denn das sagen, in diese Pole nicht mehr so nach links und rechts, weil je weiter die es ausschlagen, sucht das Leben immer den Ausgleich im anderen, im Gegenpol dann wieder. Also es ist wie beim Einatmen und beim Ausatmen auch. Atmest du ein und hältst die Luft an, wird sich irgendwann das Leben, damit es fließen kann, den Ausgleich suchen im Ausatmen. Irgendwann musst du wieder ausatmen. Und es gibt nicht nur das Einatmen, es gibt beides und beides zusammen ergibt das Atmen, das Leben. Und deswegen meine ich, wenn wir das schaffen, ich weiß nicht, ob integrieren das richtige Wort dafür ist, durch Beobachten und den Dingen an ihren rechten Platz stellen und in Frieden, in die Ruhe kommen, die ja immer da sind, also wirklich in diesem Bereich in dir, der die Ruhe ist, der Frieden ist und die sind immer da, dann. Ja, das sind so viele Wörter, die mit irgendwelchen Interpretationen behaftet sind, aber da liegt für mich die Fülle, weil das kann ich in der Natur erkennen. Die Fülle, weil männlich und weiblich eins sind, einander bedingen, aber durch das in der Mitte, in ihrem puren Sein, eben die Fülle zeigt, auch im Winter. So, und jetzt wollte ich noch was, weil ich jetzt mit dem puren Sein, es kommt als nächstes, kommt für mich das, was tun, um zu, also um etwas zu erreichen. Und da ist mir das eben das mit dem Stricken, weil das was ist, was ich jetzt für mich halt da am besten erkannt habe. Ja, es kommt zwar ein Plan, also es ist. Wenn ich anfange, Maschen anzuschlagen, muss ich vorher schon wissen, was es eigentlich werden soll. Meinetwegen ein Socken, eine Mütze, was weiß ich. Dementsprechend schlage ich ja die Maschen an.
Und dafür brauche ich den Verstand, um zu wählen, welche Nadeln ich nehme. Und Mann, wie setze ich mich denn, dass ihr mich besser sehen könnt? Und bei mir ist es aber so, das beobachte ich, dass es mir gar nicht so wichtig ist, dass das dann die Mütze wird. Also sie wird irgendwann auch zur Mütze werden. Das ist wie auf dem Berg wandern auch zum Beispiel. Aber ich bleibe jetzt mal beim Stricken, weil ich es da für mich halt am besten erkannt habe. Es geht für mich eben auch wieder diese Beobachtung im Sein. Also Sein heißt für mich nicht einfach nur nichts tun. Wenn das in dem seiner Geschichte aber so sein soll, dass er einfach nur da sitzt oder liegt und das im bewussten Beobachten geschieht, also durch sich hindurch bewusstes Leben sich zum Ausdruck bringt, dann ist es so. Dann ist es das, was jetzt durch ihn in die Welt in Form gebracht wird. So, jetzt ist besser. Und das sehe ich halt eben mit dem Stricken. Wenn ich stricke, dann beobachte ich, wie sich durch bestimmte Bewegungen meiner Finger eine Masche formt. Und ich bin jetzt nicht die Maschen davor, ich bin auch nicht die Maschen, die noch kommen. Ich bin auch nicht bei der fertigen Masche, sondern bei dem, was sich gerade bildet, was sich gerade in Form bringt. Und das bringt mich in dem Bereich des Hier und Jetzt. Und dieses, dass es ein Socken werden muss, spielt in dem Moment, wo sich die Masche bildet, überhaupt keine Rolle. Dass ich dann durch dieses bewusste Beachten und sich durch mich hindurch ausdrücken lassen, diese Masche bildet, also dass sich einfach die Masche in Form bringt und sich zeigt, ist ja ein Schritt vom vielen. Jetzt ist ja dann schon wieder Vergangenheit und die nächste Masche ist dran. Und durch dieses sich so in die Welt geben, also in diesem Beobachten des Seins, wird irgendwann der Socken entstehen. Aber das ist in dem Moment eigentlich gar nicht wichtig. Es kann auch sein, dass der Socken eben nicht fertig wird. Aber das spielt, für mich spielt es überhaupt keine Rolle. Weil ich habe wirklich Glückseligkeit, wie du das schon sagst, Barbara, Glückseligkeit empfinde ich bei dem, was jetzt zum Ausdruck kommt. Diese eine Masche, die jetzt sich gerade bildet. Und im Übrigen hat es mir in ganz vielen Situationen, wenn ich massiv herausgefordert war durch ein Gespräch, was ich vielleicht über Skype oder so gehabt habe, und es hat mich so in meine tiefsten Identifikationen gebracht, hat mir das Stricken geholfen, wieder im Hier und Jetzt zu sein. Ich habe wie wild gestrickt, aber nicht um zu, sondern einfach dieses Erinnern ans Hier und Jetzt. Ja. So, jetzt sind es auch schon wieder 30 Minuten. Kommt bestimmt demnächst noch mehr von sowas. Aber zur Beruhigung. Ich habe auch noch vor, auch über den Winter über wieder mehr die Beobachtung mit den Pflanzen auf Video zu bringen. Aber wie gesagt, so ist halt mein Kanal auch nicht gemeint. Also die Pflanzen sind für mich einfach die Inspiration, also der Ton, der anklingt und uns wieder in unsere wahre Natur bringt. Darum halte ich persönlich auch immer nichts davon zu sagen, oh, ich habe eine reiche Ernte gehabt jetzt. Also mehr das einfach nur als Nahrung zu sehen, weil es ist Nahrung, aber es ist eben auch Nahrung insofern, dass es uns
erinnert ans Heilsein. Also wieder die Bereiche in uns anschwingen, anklingen lässt, weil sie so vollständig sind. Also da ist einfach in den Wildpflanzen ist einfach für mich die unverfälschte Urweisheit enthalten. Und die haben wir auch und ist einfach in Resonanz bringen damit. Ja, und durch dieses achtsame Beobachten und Betrachten, das ich ja auch mit euch teile, will ich im schönsten Fall einfach diesen Bereich in euch berühren. Und ansonsten einfach nur meine Betrachtungen und Erkenntnisse mitteilen. Und vielleicht ist es der Impuls, der jetzt gerade noch gefehlt hat. Oder du freust dich, weil du es genauso wahrnimmst. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare dazu. Ja, da möchte ich einfach auch mal Danke sagen für eure so liebevollen, wertschätzenden, reflektierenden Kommentare. Ja. Also ich glaube, ich lasse es für heute, weil 31 Minuten, ich weiß gar nicht, ob man so lang zuhören mag. Ja, ich hab Quitten geschenkt bekommen und die muss ich jetzt dann verarbeiten und möchte aber vorher da auch noch ein Video dazu machen. Deswegen gehe ich jetzt nach Hause und versuche das noch, ja. Vielleicht gelingt es mir jetzt heute, dass die einfach verarbeitet werden. Ich wünsche dir was Schönes. Heute ist so ein herrlicher, sonniger Herbsttag. Ja, alles Liebe für dich. Bis bald. Tschüss.